Moin Leute, was geht? Mein Name ist Yolo Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einer neuen Facecam-Aufnahme von GTA 5 Online. Und zwar heute mal mit einem sehr wichtigen Thema. Und da muss ich wirklich euch in die Augen gucken. Und bevor ich aber jetzt anfange mit dem Thema, ob ihr jetzt das Gameplay anschaut oder ob ihr mir zuschaut, das ist jetzt eigentlich egal. Es geht einfach da, ich habe bei der Zeit mit YouTube meine Familie sehr stark vernachlässigt und auch viele Freunde, weil YouTube eine Sache ist, wo sehr viel Zeit verschlingt. Viele wissen es gar nicht. Zum Beispiel bei mir ist es so, von 10 YouTube-Videos, die ich mache, lade ich nur 2 hoch. 2 YouTube-Videos von 10. Das heißt, eine unglaubliche Arbeit ist das, eine unglaubliche Zeitaufwand, also ist es ein sehr großer Zeitaufwand, zumindest ist es bei mir so. Deshalb habe ich beschlossen, und es fällt mir natürlich auch nicht leicht, da ich ja viel weiß, dass viele Leute mich gerne schauen, aber trotzdem muss ich auch meine Priorität wahren und sagen, okay, Familie ist wichtiger als YouTube. Und das ist natürlich, wo man schon sagen muss, das braucht schon Mut, das zu sagen, aber ich sage es einfach mal. Ich lade ab sofort nur noch jeden Mittwoch ein YouTube-Video hoch auf meinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr versteht das einfach, weil ich einfach... Wartet mal. Ups. Was war denn das? Ja, genau. Das war gerade mein Headset. Nicht wundern. Ich lade es ab sofort nur noch jeden Mittwoch ein YouTube-Video hoch. Werde versuchen, es auch länger zu halten. Weil ich einfach mehr Zeit jetzt mit Freunden verbringen will. Ich habe schon gemerkt, es frisst mich innerlich auf. Wisst ihr, man hat ja als YouTuber immer den Druck, neue Videos zu posten. Und wenn man da keine neuen Videos bringt, dann kommt der Druck, oh mein Gott, keine neuen Videos. Und dann fragen die Abonnenten schon nach, oh Mann, mach doch mal wieder neue Videos. Ich weiß, als YouTuber hat man irgendwo mal einen Punkt erreicht, wo man sagt, oh scheiße Mann, du musst ja jedes Mal ein Video posten. Und wehe, es kommt keins, dann... man hat innerlich so einen Stress, das nächste Video hochzuladen. Das möchte ich nicht mehr haben. Nein, ich möchte jetzt nur noch jede Woche ein YouTube-Video bringen. Und ich werde auch gute Videos bringen mit interessanten Themen. Das habe ich mir auch geschworen. Sehr interessante Themen. Und ich werde auch nochmal über Charlie Hebdo reden, über den Terroranschlag. Aber das wird eine Sonderausgabe sein. Da kann jeder Muslim, egal ob er Christ ist oder egal ob er Jude ist, egal was er ist, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und ja, das wird sich auf jeden Fall eigentlich ändern auf meinem Kanal. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Haltet mir dennoch die Treue. Ich habe ja relativ Videomaterial auf meinem Kanal. Ich bin ja jetzt kein YouTuber mit 20, 30 Videos. Ich habe über 800 YouTube-Videos, bei mir kann man alles verfolgen, von Real-Life-Videos, genauso von irgendwelchen Themen-Commentaries, über Videos, wo ich über Wasserkonzerne rede, über verschiedene Themen, Gadgets, blablabla, ich habe sogar eine Eidechse gefilmt, einen Hamburg-Trip habe ich gemacht, das ist alles noch auf meinem Kanal verfügbar, man muss es nur finden. Auf manche Videos bin ich jetzt nicht stolz, von meinen YouTube-Videos. Das werdet ihr wahrscheinlich aber selber alles sehen. Da werdet ihr euch wundern, what the fuck, das ist ja der junge Zocker, was labert der da? Naja, aber gut, so ist das halt. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid, dass ich nur noch jeden Mittwoch ein YouTube-Video poste. Wie viel Uhr das sein wird, weiß ich nicht. Das kann jetzt Mittwoch morgens sein oder Mittwoch mittags oder Mittwoch abends. Auf jeden Fall mittwochs kommt ein YouTube-Video. Da könnt ihr wenigstens auf meinem Kanal vorbeischauen und euch das anschauen, wenn ihr wollt. Dann wisst ihr auch, habt ihr auch einen Plan im Kopf, wann neue Videos kommen. Ne? Bei mir ist ja immer so, ach, jetzt lade ich mal morgen ein Video hoch oder jetzt lade ich mal 3 Videos am Tag hoch. Nee, das ist alles weg, jeden Mittwoch und dann hat sich das gut, hat sich das getan. So, ja, das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Es ist ein Fail-Gameplay. Es ist viel passiert bei dem Gameplay. Hier halte ich meinen Daumen hoch und was passiert? Die Bullen knallen mich ab. Ich wollte eigentlich mit dem Schalldämpfer die Polizisten töten. Das ging leider nach hinten los. Kann man ja nichts machen, so ist das Leben. Ne? Höhen und Tiefen hat man und so weiter.
Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall Mittwoch wieder, würde ich sagen. Und nicht wundern, heute war ein besonderer Tag. Heute habe ich schon Call of Duty Gameplay hochgeladen, aber das Gameplay, das, das wollte ich sowieso schon hochladen. Also, das sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Und wer mich am 20. Januar Real Life treffen will, der sollte sich in Stuttgart zum Fernsehturm bewegen. Am 20. Januar Stuttgarter Fernsehturm. Da werde ich nämlich in Stuttgart sein und werde beim Fernsehturm sein. Also, nur ein kleiner Tipp. Aber den habt ihr nur von mir, gell? Von keinem anderen. Haut rein, ciao!